Hier, moin Leute, Smuggel am Start mit einer weiteren Folge zu Heroes of the Storm und japanischer Arena, die im Brawl-Mode aktuell noch auf dem PTA. Im Laufe der Woche wird es dann auch auf den Live-Servern spielbar sein. Ich muss kurz überlegen, ob ich Tyrande oder doch lieber Tyrande am Ende nehme. Ziemlich coole Sache, das heißt, wir haben hier auf diesem Schlachtfeld 10-mal eine Tyrande. Das ist zufallsgesteuert, das bedeutet, wir hätten jetzt auch eine Auswahl aus 3 verschiedenen Helden haben können, aber die Mechanik hat zugeschlagen und sagt halt einfach, jo, wir sind jetzt hier mit 10-mal einer Tyrande am Start. Also, ich wollte die Gelegenheit nutzen, um nochmal einen Blick reinzuwagen, wie ist denn nun die Panische Arena, die erste aktuell spielbar. Und ich gucke mal ganz kurz in die Talente rein. Wir haben Starfall, wir haben 2-mal Shadowstalk, den nehme ich an der Stelle auch Starfall, denn wir wollen so doll ins Gesicht gehen, wie wir können. Und ich muss sagen, ich habe jetzt, glaube ich, schon so 10, 15 Runden hinter mir und es macht sehr, sehr viel Spaß. Es macht wirklich viel Spaß und ich wollte, wie gesagt, die Gelegenheit nutzen, um da einfach mal so einen kleinen Einblick zu geben. Wie gut ist es denn jetzt nun wirklich? Und dazu kann ich erstmal eine Sache sagen. Ich glaube, für zwischendurch, für man hat mal so ein bisschen Spaß, glaube ich, ist richtig, richtig. Also ich glaube, persönlich, guck mal, die Eule des Todes habe ich gehört, die ist sowas von am Stüssel, Alter. Die ist sowas von da. Hier unten geht's auch zur Sache, da kann man auch mal ganz kurz eine E ins Gesicht knatschen. Sehr schön. Für zwischendurch ist es ziemlich cool, es macht sehr, sehr viel Spaß. Ich habe das schon auf dem Stream auch ausprobiert und ich glaube, dass wir hier sehr, sehr coole Runden auch erleben werden, wo ich mit euch zusammenspiele. Und ich werde mir da noch was überlegen. Ich habe vor, das Ganze auch mal in einem Custom-Play-Mode auszuprobieren, denn das funktioniert ebenso. Das heißt, ihr könnt ein Custom-Match aufmachen und dann eben die Leute aussuchen, denn es ist quasi eine neue Map, die einfach auswählbar ist. Und eventuell werde ich dazu auch mal eine kleine Videoserie starten, beziehungsweise eine Formatserie. Hätte ich auf jeden Fall richtig tolle Lust drauf. Da gab es eine Eule, die hat nicht getroffen. Sehr schön, wir machen einen guten Job. Wir haben jetzt 18 Punkte zu 4 insgesamt. Und hier ist auf jeden Fall eine Tyrande im Weg. Von meine E. Die Stunts sind natürlich sowas von am Start, Alter. Richtig, richtig krass. Ziemlich lustige Runde, auch wenn wir aktuell, so scheint es zumindest, so ein bisschen die Nase vorne haben. Kommt nochmal ein Stun. Ah, leider nicht getroffen, aber ich habe nochmal einen Starfall. Trinken ist auch ganz wichtig. Und nochmal hier kurz ein Self-Heal ins Gesicht knallen. Und in der Hoffnung, jetzt gleich nochmal einen Kill zu holen, denn die Gegner haben gerade aufgeholt. 18 zu 18 Punkten. Und da muss man an der Stelle dann, glaube ich, auch nochmal ganz, ganz kurz... Guck mal, Stun. Schnuckelig. Da muss man nochmal ganz kurz darauf eingehen, womit man jetzt eigentlich am Ende Punkte machen kann. Das ist, relativ easy. Zum einen, ich bock mich mal kurz zurück. Zum einen gilt jeder Hero-Kill als 4 Punkte. Es sei denn, ihr spielt gegen Murky oder gegen die Vikings, die 10, glaube ich, wenn mich nicht täusche, nur für einen Punkt. Dann jeder Punisher, der auf diesem Schlachtfeld hier umkippt, zählt für 10 Punkte. Das bedeutet, die haben jetzt gerade einen Kill gemacht, haben von 18 auf 22 Punkte aufgeholt. Und hier unten die Tyrande kann man sich auch nochmal gönnen. Stun geht rein, aber hat leider nicht getroffen. Gar nicht gut. Ich heile mal ein bisschen mehr, habe auch demnächst wieder meine Ultimate ready. Sollten wir vielleicht sogar den Punisher hier nochmal ein bisschen anfassen, um, wie gesagt, die nächsten 10 Punkte zu bekommen. Also, das ist ziemlich cool. Es gibt auch sehr lustige, so muss ich wirklich sagen, sehr, sehr lustige Runden. 5-mal Kerrigan auf beiden Seiten, 5-mal Sergeant Hammer auf beiden Seiten, Jaina. Oder ihr seid halt als Supporter unterwegs manchmal, wo ihr dann quasi nach jeder Runde dann nochmal die Auswahl habt aus verschiedenen Supportern. Und da kommt man dann ganz gut auch in die Rolle rein, muss ich sagen. Hau jetzt hier erstmal einen Star vor rein, weil ich glaube, das passt ganz gut. Das ist halt wirklich sehr, sehr cool zu sehen, wie die Leute wechseln können. Denn meistens seid ihr so 3 bis 5 Minuten, wenn ich jetzt so die durchschnittliche Spieldauer nehme, seid ihr so zwischen 3 und 5 Minuten direkt am Start und fightet den Fight eures Lebens, der meistens nach sehr, sehr kurzer Zeit vorbei ist. Also wie gesagt, so 3 bis 5 Minuten würde ich jetzt schätzen ungefähr, wenn ich mir die anderen Runden alle mal angucke. Und ihr wechselt ja dann oftmals auch den Helden. Das bedeutet, ihr habt dann eine Runde, wo ihr zum Beispiel Zamuro spielt und in der anderen Runde Kerrigan. Ja, völlig unterschiedliche Mechaniken, die spielen sich komplett anders, aber ihr müsst innerhalb von kürzester Zeit umdenken. Und ich glaube, so kriegt man nochmal ein ganz gutes Gefühl für die ganzen verschiedenen Helden. Und alle Stunts, nee, bis auf einer, sind da gerade daneben gegangen. Eieieiei, ich habe hier zwar nochmal eine Eule, aber ich glaube, das bringt gerade nicht so viel. Sie sind auch am Brunnen gerade nochmal trinken gewesen, den man übrigens auch zerstören kann. Und der Hauptfokuspunkt ist ja oftmals, ihr geht rein, macht ein bisschen Schaden, geht was trinken und dann habt ihr erstmal ein bisschen Ruhe. Also, wie gesagt, die Brunnen zerstören ist auf jeden Fall ein guter Tipp, ein guter Hinweis. Wenn ihr den ein oder anderen Hero habt, hier wäre eine Ultimate so geil gerade gewesen.
Dann könnt ihr auf jeden Fall das Ganze tun, den Brunnen umnatzen und auf jeden Fall einen riesengroßen Vorteil dem Gegner gegenüber haben, denn der muss erstmal in die eigene Basis latschen, um im Endeffekt wieder reggen zu können. Deren Punisher ist fast down, er hat quasi nichts mehr. Hau jetzt hier auch nochmal einen Starfall rein und ziehe mich erstmal kurz zurück. Machen wir nochmal ein bisschen Schaden, sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus. Auch hier nochmal wunderbarer Stun von unserem Teammate gerade. Und dann können wir erstmal reggen gehen. Wir sind auch gerade auf dem ersten Platz, was unseren Schaden angeht. 78 zu 42 Punkten bin ich sehr zufrieden mit. Stun schön ins Gesicht, Mäuschen. Reingewuppt des Todes. Die Eule schön durchs Gesicht massiert, habe ich gehört. Was wir da noch für verschiedene Arenen sehen werden. Ich glaube, oder ich bin mir ziemlich sicher, dass das Potenzial schon recht gut ist. Also für schnelle, intensive Runden. Die Runde geht tatsächlich ein bisschen länger als der Durchschnitt, den ich bis jetzt so gespielt habe. Aber hält sich auf jeden Fall auch in Grenzen. Wenn wir den Punisher übrigens haben, dann ist das Ding hier auch vorbei. Sind ja schon bei 96 Punkten. Bräuchten rein theoretisch sogar nur noch einen Kill, aber ich glaube, der Punisher kann ihn auch herhalten. Damit haben wir die erste Runde gewonnen. Punisher springt auf die gegnerische Seite und kloppt mal kurz den Chor um. 100 zu 52. Ziemlich eindeutige Runde. Es gibt viele, die so ungefähr auf Augenhöhe sind. Ich habe auch schon ganz die eine oder andere Runde, sagen wir mal so, gesehen, wo man einfach Tryhard-Teams hatte. Da hat man Tanks, Supporter und irgendwie Damage-Healer gehabt und dann ging die Runde dann auch mal 8 Minuten oder so. Und wir befinden uns jetzt hier in der Rolle des Supporters wieder. Jetzt kann ich auch die Auswahl der anderen Leute sehen. Das bedeutet, wenn jetzt wir hier einen Illidan zweimal drin hätten und einen Kerrigan, würde ich wahrscheinlich einen Morales picken. Aber ein Hero, der besonders gut ist von denen, die ich jetzt hier gerade zur Auswahl habe, ist auf jeden Fall Lily. Denn Lily mit ihrem Blind ist super stark, ihre Ulti haut auch richtig gut rein, von daher entscheide ich mich jetzt einfach dafür. Dann haben wir eine Tychus gegen Tanks auf jeden Fall, eine Lunara, die ganz guten Damage drücken kann. Und ich hoffe auf der anderen Seite hier bei Funk Soul, okay, ich wollte gerade sagen, ich würde ganz gerne den Thrall sehen, aber gucken wir mal, ob das Setup gut reinhaut. Also, ich bin gespannt. Was ich auch noch mal ein bisschen highlighten möchte, es gibt ja verschiedene Arenen von den Punishern und wir haben hier sogar Zuschauer, die mit am Jubeln sind, wenn es gerade richtig zur Sache geht, wenn es gerade richtig abgeht. Das sieht nicht nur cool aus, sondern das ist auch so von der Atmosphäre her eine ganz coole Sache. Wo ich nicht weiß, wie sich das Ganze anfühlt, ist, wenn wir auf, in Anführungsstrichen, normalen Karten spielen. Das geht ja auch. Also Towers of Doom, glaube ich, war auch in dem Trailer zu sehen, wo dann irgendwie fünfmal eine Nova gegen eben fünfmal eine Nova gekämpft hat. Oder eine Sergeant Hammer, glaube ich, war das sogar. Das wird man sehen. Das wird man echt sehen, wie sich das macht. Wir haben hier einen Seven-Sided Strike. Ich bin mir auch nicht sicher. Ich glaube, ich skill hier sogar Water Dragon. Ich skill eiskalt den Water Dragon und gucken wir mal, ob wir hier ein bisschen ausrasten können. Das sieht schon mal gar nicht gut aus gerade, wie wir hier, Teig ist AFK und Lunara macht den Brunnen. Okay, mit Teig ist es egal, aber das hier ist richtig gut. Also, da sehen wir schon mal die Sneaky Moves von Nogal, von unserer Lunara, erstmal eiskalt den Brunnen zerstören. Und das Gift wird regeln. Sehr gut. Also, die haben jetzt schon 12 Punkte, die machen jetzt unseren auch gerade. Das ist gar nicht geil, muss ich sagen. Nochmal eine E raushauen, aber es reicht wahrscheinlich nicht. Aus. Damit haben sie unseren Brunnen. Das ist mega, mega bad. Da haben wir den Vorteil nicht lange gehabt irgendwie. Schöner Kill. Wunderbar. Versuche mich mal mit der Lily so ein bisschen am Leben zu halten hier. Und der Punisher kippt auch um. Das ist auch eine geile Sache. Geheilt wird des Todes, habe ich hier gehört. Hätte sogar wieder eine Water Dragon ready. Und gegen Butcher macht sich doch Lily sogar ganz gut, muss ich sagen. Und geht der Water Dragon an? Geht der Water... Oh, ich brauche das, glaube ich... Eieieiei, war kein schlechter Schaden, muss ich sagen. Aber der hat richtig Bock. Der hat richtig Bock und natzt mich auch instant um, Alter. Mein lieber Scholli, wir spielen gerade so ein bisschen nicht so, wie wir sollten. Let's group and fight them. Das sieht mir sehr, sehr stark danach aus, als würden wir hier in die nächste und letzte Runde gehen. Denn wir werden hier gerade einfach nur zerfetzt, Leute. Mein lieber Scholli. Da mal eine E an, wenigstens den Fallstart geholt. So. Schade, es reicht leider nicht aus. So, 68 zu 94 Punkten, das wird dann der nächste Kill. Beziehungsweise die nächsten zwei Kills werden das Ding dann entscheiden. Aber es sieht gar nicht schlecht aus. Wir machen gerade ganz guten Damage hier, muss ich sagen. Oh, niemals aufgeben, Leute. Nice, der nächste Kill ist am Stissel. Ich muss unbedingt was trinken gehen. Be right back. Ich brauche dringendst Mana. Mana ist voll. Instant voll. Richtig gut. Also ich glaube auch Health Globes sind
super effektiv. Und wir haben jetzt den Last, den Final Fight, um die Runde für uns zu entscheiden. Heal ist gerade leider noch nicht da, jetzt erst. Oh, das sieht nicht schlecht aus. Noch ist niemand down von uns. Lunara kippt um. Wir müssen... Ich heile, was das Zeug hält. Butcher muss umkippen und damit gewinnen wir die Runde. Yes! 100 zu 98 Punkten. Da ist der Punisher wieder am Ausrasten. Wir sind übel zurückgekommen. Hätte ich nicht gedacht. Ich habe mir schon überlegt, okay, ich hoffe, dass ich in der dritten Runde dann einen Damage Healer nochmal spielen kann. Sehr cool. Also, das waren 14 Minuten. Ungefähr, so lange ging die Aufnahme gerade. 14 Minuten, was gar nicht mal so viel kürzer ist, als wenn man ein normales Quickmatch zum Beispiel macht. Klar, da ist nochmal 5 Minuten obendrauf oder so. Aber das war schon eine sehr intensive Runde und fühlt sich auch am Ende gut an, muss ich sagen. Also, es gibt oder es wird dann Belohnungen geben, wenn ihr 3 Matches oder sowas macht. Ihr seht, meine Quest ist schon complete. Und ich bekomme hier gerade so viel Gold, weil ich Level 10 geworden bin mit meinem PTR-Account. Wie auch immer, es wird sehr, sehr viel gespielt. Ich muss sagen, dass ich sehr kurze Queue-Times hatte, obwohl, wie gesagt, wahrscheinlich morgen schon der PTR-Server offline gehen wird. Das hat man so eigentlich, soweit ich mich erinnern kann, noch nicht oft gesehen. Klar gibt es immer mal wieder ein paar Leute, die so 5 bis 7 Minuten warten müssen, aber es ist für den PTR schon sehr gut. Das ist ein gutes Zeichen, es macht Spaß. Habt ihr schon ausprobiert? Wenn ja, lasst mich das gerne in den Kommentaren wissen und sagt auf jeden Fall gerne was dazu, ob ihr gerne so ein Format als Community-Format sehen wollen würdet. Würdet ihr euch wünschen, einfach mal 5 gegen 5 Leute zocken zu lassen aus der Community? Ich nehme das Ganze mit auf, bin selber persönlich auch am Start als Spieler und wir können ein bisschen eskalieren. Wie gesagt, das ist mein Vorschlag, das ist eine Idee, die ich habe zu dem Spielmodus, um den so ein bisschen auszuprobieren, ein bisschen auszutesten und ich hoffe, dass es euch gefällt. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann haut den Daumen hoch, stay tuned, das war's, Smoogle, und wir sehen uns in der nächsten Episode.